Wunderbar. Neu-Toledo braucht jetzt noch irgendeine Aufgabe hier. Könnt ihr noch ein Monument-Nobelisk bauen? Ich würde sagen, wir konzentrieren uns hier aber wirklich erstmal auf... Das dauert hier noch 12 Runden. Die haben halt so wenig Industrie bislang. Ich würde sagen, dann sollten wir das vielleicht auch am ehesten angreifen, anpacken hier. Ja, hier könnte man 23 Produktionsbonus extrahieren. Wie sieht denn das hier aus? Hier könnte man ganz gut Nahrung erzeugen. Plus 22 hier hinten. Plus, ist ja sogar noch mehr hier hinten. Plus 24. Warum zeigt er das denn nicht an? Weil er hier noch einen Bonus sieht, glaube ich, für den Glauben. Den stuft er irgendwie höher ein als den puren Nahrungsbonus. Aber dann ist das ja hier das Beste. Also diese grünen Felder sollte man definitiv mitnehmen. Tja, hier haben wir natürlich Fluss und Wald. Das heißt, hier macht es keinen Sinn, die Schmiedeviertel draufzubauen oder das Schmiedeviertel, weil die 7 Nahrung gehen weg und damit auch die Nachbarschaftsboni hierhin. Das wäre nicht klug. Und hier drüben, was ist das? Das ist auch ein Schmiedeviertel. Ja, da können wir das ja direkt hier anknüpfen. Plus 23 machen wir das mal. Dann haben die hier wieder 3 Runden was zum hinbauen. Das ist doch ganz gut. Jetzt haben wir natürlich 8 Städte. Kostet schon 370 pro Runde. Aber das wird sich ja jetzt langsam aber sicher auflösen, das Problem. So, wir haben noch unsere Schiffsflotte hier. Die ist aber wieder einsatzbereit. Die Handelsschutzflotte haben wir sie genannt. Weiß nicht, ob es da noch irgendwie Möglichkeiten gibt oder Notwendigkeiten, wo wir die einsetzen können. Auf der Welt bislang. Ich glaube, so richtig dringend erstmal nicht. Die lassen wir, würde ich sagen, dort noch stehen. Die haben noch hier die Möglichkeit, aufgewertet zu werden zur Karacke. Das machen wir jetzt mal. Sehr schön. Und dann können die nämlich losziehen und hier im Süden schon mal auf weitere Erkundungsreisen gehen. Hier unten ist, glaube ich, die Kartengrenze. Genau, und schicken wir die mal dahin. So, und dann gibt es in Cahokia noch was zu tun. Ja gut, da könnt ihr euch jetzt irgendwas aussuchen. Da die Stadt abgerissen wird, können sie hier, weiß ich nicht, irgendwie Nahrung ist auch Quatsch. Stabilität, ein bisschen Einfluss im Festspiel generieren für eine Runde oder was. Und dann ist auch egal. Ist doch jetzt korrekt, dass wir... Ne, wir kriegen gar keinen. Ach so, wir bekommen... Ach, das ist so gedacht, dass wenn man das 25 Runden laufen lässt, bekommt man plus 2 Einfluss dauerhaft, ne? Egal, wir machen es jetzt einfach, weil wir nichts anderes haben, aber die Stadt ist ja sowieso eigentlich zur Zerstörung freigegeben. So, was ist jetzt los? Schon wieder eine untätige Armee, eine weitere Karacke hat jetzt hier ein Kadaver für 200 Gold noch gefunden. Dann schicken wir das Schiff jetzt nochmal hier drüben hin, dass hier alles aufgeklärt wird endgültig, dieser Ursprungsnebel mal weggeht. Und dann schicken wir sie hier oben rein, dass wir dieses ganze Ding noch aufklären. Ja, hier noch ein bisschen und dann vielleicht den Rest von diesem großen Unbekannten, was wir da noch haben. So, Runde 173. A new independent people. And who are they? Time will tell if they are helpful, helpless or history. Ah, guck mal hier, wo ich das gerade sehe. Hier haben wir jetzt noch eine unbekannte Region gesehen. Hier in Eshtagom haben sie auch schon wieder eine Stadt gegründet. Hier die Normannen zusammen mit Heidebür. Oha, also das Rennen um den Kontinent ist eröffnet hier, relativ spät, aber gut, dass wir hier unseren Fuß überall reingesetzt haben. Es wäre jetzt sicherlich sinnvoll, die Stadt, die werden wir auch nicht wieder aufbauen, die werden wir jetzt ja komplett abreißen. Plündern wir Cahokia für 330 Gold. Wird von der Handelsroute genutzt, zerstört ihr die Handelsroute, hä? Ist hier schon irgendwas zum Handel? Wo habe ich denn hier einen... Ach, hier! Salbei ist hier schon abgebaut. Ja, Leute, also das können wir jetzt ja mal so kurz verschmerzen. Das gibt einen Groll gegen die Hodenuss. Nee, das kann mir egaler nicht sein. Die sind sowieso total unwichtig geworden.
Denn, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, die Haudenosaunee sind hier echt eingeschrumpft, ne? Also sie haben hier noch diese kleine Stadt, die aber auch wieder bedroht wird von ihren eigenen Rebellen, die vielleicht gleich schon zerstört wird. Sie haben hier oben irgendwie unabhängige Völker an die Mogulen verloren. Mocke oder Motsche hat sich hier freigemacht von den Angelsachsen damals schon. Also sie haben wirklich einiges an Gebieten hier verloren. Das ist, muss man wirklich sagen, für mich eigentlich ein verlorener Posten hier. Ich würde sagen, wir ziehen dieses Gebiet an Athenai dran. Ich denke mal, stabilitätstechnisch können wir uns das locker leisten. Was haben wir hier? 160, 168 und 109 im Minus. 68 und 109, das sind also irgendwas mit knapp 180, 90 rum. Wir haben aber plus 257 vom Bezirk etc. Also das sollten wir locker schaffen, dass wir hier einen Bezirk, nämlich Achana, hier angliedern, ein Gebiet. So, dann ist das hier nämlich schon mal ein kohärenter Bereich, den wir hier abdecken können. Das halte ich doch für keine schlechte Idee. Dann können wir hier den Startpunkt direkt von Athenai festlegen. Tja, hier könnte man... Da wäre es ja schon fast sinnvoll, so eine Garnison noch ans Festland hier zu bauen, sehe ich gerade für Athenai. Damit man hier Militäreinheiten direkt produzieren kann. Die Frage ist natürlich, wo? Na, wir wollen ja hier nicht zu viel wichtige Ressourcen liegen lassen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was gibt es denn hier? Wissenschaft, Industrie. Hier gibt es Waldgebiet, Industrie 4, Waldgebiet, Industrie. Ruinen beseitigen. Hier? Nee, wo? Wo habe ich denn hier eine Ruine? Bin ich jetzt völlig deppert? Wird mir das angezeigt? Ruinen beseitigen? Ha? Ich sehe es nicht, glaube ich. Ich kann irgendwo Ruinen beseitigen. Das habe ich noch nie gesehen, das Feld. Wählt eine gültige Ruine. Ja, aber da muss es doch eine geben. Steinkreis ist es auch nicht. Es wird auch nichts markiert. Dieses Ding hier kann ja nicht weggemacht werden. Merkwürdig. Vielleicht wisst ihr das ja. So, ich meine, das kann natürlich sein, dass es irgendwo bei Athenai selber ist. Aber wo ist denn hier eine Ruine bei Athenai? Das wüsste ich überhaupt nicht. Doch, hier gibt es doch... Nirgendwo Ruinen, ne? Wüsste ich jetzt gar nicht. Bisschen merkwürdig. Naja, egal. So, wir wollten eine Garnison hinbauen. Ich denke fast, die ist hier unten an der Küste ganz gut aufgehoben. So eine spanische Garnison, damit wir die Truppen hier hochschicken können, falls es denn mal mit den Azteken hier ein bisschen heißer wird. So, die Haudenosaunee fanden das nicht so gut. Ja, uns doch egal. Normannen und Haudenosaunee haben eine Allianz gebildet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gegen die Azteken selbstverständlich, die ja auch nicht gerade schwach sind und sich hier gegenseitig unterstützen können. Ja, wir haben wieder ohne Ende Bevölkerungszunahme. Ihr wisst ja jetzt auch warum. Das ist, denke ich mal, völlig klar. In einer Runde sind wir bei Nachschublinien angekommen. Sehr gut. So. Tja, wohin mit der Spionin, die jetzt nicht so wirklich viel Effizientes erforscht hat? Ich hatte vorhin gesehen, dass hier drüben eine Armee der Azteken läuft. Eine größere. Und zwar Armbrustschützen, Pikeniere und ein Speerreiter. Das ist jetzt aber auch nicht, wer weiß, wie erstaunlich. Die plündern das Kupfervorkommen hier oben von den Tamilen. Was ja auch ein bisschen... Ja... Interesting ist, aber uns jetzt eigentlich auch nicht so stark tangiert, wenn wir ehrlich sind. Und ich hätte jetzt gesagt, dass wir schon mal anfangen, hier Gebiete anzugliedern an Neu-Toledo. So ähnlich wie wir hier bei Königsberg. Wie viele Gebiete haben wir denn hier? Kann man das eigentlich irgendwo erkennen?
erkennen in einem Blick. Hier? Nee, da, ne? Genau, Gebiete 6. Danzig hat 6, ja. Also Neu-Toledo kann auch ruhig 4-5 haben irgendwann. Nur jetzt nicht alle auf einmal natürlich. Ich würde sagen, so heil. Natürlich, muss natürlich ein bisschen mehr auf die Stabilität vielleicht gucken, aber das ist ja reichsweit eigentlich super. Und ich nehme mal hier Fumal Samarka, weil das hier diese Grenzgebiete sind, dass hier schon mal keiner uns doof kommen kann. Hier vor allen Dingen nicht die Azteken, die könnten nämlich sonst hier reinlaufen und die Pferde zum Beispiel hier direkt plündern. Das will ich denen auf jeden Fall verwehren. Ist doch eine ganz gute Sache, wenn wir denen das verbieten. So, ihr werdet mal zur Armee gleich dazu stoßen. Die können ja sogar noch hier mit zukommen. Das ist ja super. Haben wir eine stärkere Armee. Ihr habt hier Möglichkeiten für eine Luxusressource namens Weihrauch. Sehr schön. Das werden wir natürlich direkt mal platzieren für Kultureinfluss. Mehr gibt es hier aber nicht, glaube ich, ne? Nee. Hier gibt es noch eine Strategieressource in der Nachbarschaft, aber nein. In. Wo war denn das? Hier bei Navi haben wir noch eine Pferderessource nicht angeschlossen. Das holen wir nochmal nach. Da könnten wir auch noch einen Hafen hinsetzen. Und ich würde sagen, ja, warum nicht? Hier überall ein paar Häfen noch platzieren. Da geben wir jetzt mal die Punkte für aus. Hier haben wir das auch noch nicht getan. Hier ist es auch nicht ganz so lohnenswert mit 14, aber machen wir mal hier oben hin. Ist okay. Hier gibt es überall noch so ein paar Kuriositäten. Wisst ihr was? Da schicke ich mal die Handelsschutzflotte jetzt hin. Da dürfen die gerne mal hinreisen in den nächsten Runden. Oh, und ich sehe gerade, ich habe nicht auf die Uhrzeit geguckt und nehme jetzt hier 40 Minuten lang auf, Leute. Das ist natürlich, gerade in dieser Woche geht das überhaupt gar nicht. Verzeiht bitte, aber die Folge muss ich in zwei Hälften schneiden, denn ansonsten komme ich in riesige Schwulitäten mit meiner Folgenproduktion, weil ich hier wieder ganz knapp aufnehmen muss aufgrund von Zeitmangel. Also, das heißt, also ich werde jetzt noch ein paar Minuten aufnehmen und das dann in zwei Teile schneiden, sodass wir so, ja, 50 Minuten, haben wir noch so ungefähr 10 Minuten in der aktuellen Folge. Dann wird das hier die zweite bereits sein, das ist auch okay. So viel haben wir ja auch noch gar nicht geschafft, außer eben eine riesige Schlacht gesehen. Ressourcenverkauf, das ist okay. Dann haben wir, ja genau, die Frage war, was machen wir? Wir kommen immer vom einen aufs andere hier, aber so ist das Spiel eben auch angelegt. Ich würde sagen, ich will lieber hier jetzt im Kontinent rübergehen und schauen, was da los ist. Das wird aber lange, lange dauern. Und irgendwann müssen wir damit aber anfangen, weil ich glaube, hier werden wir nichts Nützliches erfahren. Das ist eher hier möglich. Da wäre schon fast die Idee, ob man hier drüben nicht gleich eine Spionin schon mal aushebt. Ich glaube, das machen wir dann mal im Anschluss an den Konsumwarenmarkt. Fischgroßmarkt ist auch bald fertig. Super. Okay. Und damit beenden wir Runde 174 mit den Spaniern in der frühen Neuzeit. Sieht alles sehr, sehr gut aus. With 30 farmers quarters, this city certainly won't. Wow, 30 Bauernviertel in einer Stadt, das kann ja, das kann sein mit den vielen angeschlossenen Gebieten. Ja, und wir haben die Nachschublinien erforscht. Mit weltumspannenden Handelsrouten gewinnt die Verwaltung von Nachschublinien große wirtschaftliche und militärische Bedeutung. Wir bekommen jetzt einen Bonus auf die Stadtbegrenzungen, wegen dem Verwalter entsprechend, der mit seinem weiten Netzwerk an mächtigen Händlern sorgt er dafür, dass seine Stadt rundläufig geschmiert. Wahrscheinlich einer aus den neuen Gebieten, vielleicht in Neu-Toledo. Und es gibt jetzt Durchgangsstraßen. Es werden automatische Straßen zwischen den Außenposten eures Reiches errichtet. Das war vorher auch der Fall. Aber diese Straßen setzen die Bewegungskosten des Geländes auf 1. Ich glaube, vorher waren die bei 1,5 oder 2 bei den alten Straßen. Die werden jetzt quasi aufgewertet. Und wir können jetzt noch Getreidesilo bauen, noch mehr Nahrungsüberschuss. Sehr schön. Und dann gibt es Handelsgesellschaften und bewegliche Lettern. Ja, liebe Leute, und dann würde ich sagen, dann gehen wir auch ins nächste Zeitalter, wenn das hier abgeschlossen ist. Das dauert ja noch ein paar Runden. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergangspunkt, wie man hier weitermachen kann. Wir kriegen gleich auch noch einen Ästhetenstern. Das ist auch ganz nett. Weitere wichtige Punkte. So. Wir haben noch ein paar Krisen hier durch. Genau, durch diese Grollgeschichten der Hodenosaunee. Ja, wie gesagt, auf den bauen wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben erfolgreich. Executing your first ransack is not very friendly,
but it's better to be the ransacker than the ransackee. Das war aber nicht unsere erste Plünderung, oder? Das war doch schon mindestens die dritte oder so. So, neue Religion. Ja, unsere Religion ist unbestritten. Jetzt Christentum breitet sich weltweit aus und es gibt ein Ereignis, und zwar in Athenai, wenn ich das richtig sehe. Dank des transozeanischen Handels, der das Geldsäckel des Reichs füllt, erfreuen sich die Bürger an Obst und Gemüse in vielerlei Formen, Farben und Geschmacksrichtungen aus fernen Ländern. Allerdings wird nicht alles davon gut aufgenommen. Eine saftige rote Frucht aus der Familie der Nachtschattengewächse wird als Grund für den Tod einiger wohlhabender Bürger aus Athenai vermutet und manche glauben, Hexen würden sie als Zutat nutzen. Unter der Elite werden die Rufe nach einem Verbot immer lauter. Wie reagiert ihr darauf? Ja, ich würde vermuten, wir sind sowieso schon Richtung Heimatland unterwegs. Das entspricht ja auch so ein bisschen vergiftete Äpfel. Also, das entspricht ja auch schon so ein bisschen unserem religiösen Format, das wir haben mit dieser christlich orientierten, katholisch orientierten spanischen Kultur. Denn der Apfel ist ja auch die verbotene Frucht, das Symbol der Begierde hier im Alten Testament, im Paradies. Ihr kennt ja bestimmt diese Geschichte mit dem Apfelbaum, von dem man nicht kosten darf. Und dann tun sie das doch und werden dadurch am Ende von Gott aus dem Paradies verbannt, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege. Das wäre also für so eine religiös anmutende Kultur eigentlich auch die richtige Entscheidung. Abweisen wäre genau das Gegenteil, das fände ich jetzt ein bisschen alogisch. Erforschen wäre natürlich interessant, dass wir das Leiden erforschen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir als Spanier jetzt da so großartig auf den Fortschritt aus sind. Ich denke, wir werden hier diesen Bonus und Malus auf Athenai in Kauf nehmen, 35 Geld, aber minus 30 Wissenschaft, das macht den Braten jetzt in der Geschwindigkeit der Forschung jetzt auch nicht so fett. Aber es ist, denke ich mal, eine Vorsichtsmaßnahme. Es mag zwar unklug sein, aber die reichen Bürger aus Athenai können sich auf ihre kapitalistischen Bestrebungen konzentrieren. Gut, verbieten wir das. Sowas gibt es natürlich nicht bei uns. So, also gut. Danzig kann noch etwas errichten. Die sind schon wieder durch und haben hier schon wieder gleich Maximum an. Das ist ja wirklich unglaublich hier. Ich denke, wir nehmen mal einen schon mal hier hin. Noch mehr Bürger in der Nahrungsproduktion. Selbst hier haben sie jetzt 51 Bonus. Das ist ja auch schon nicht ganz wenig. Ich würde sagen, wir betreiben jetzt hier in Athenai. Wir gehen mal hier ein Stück von der Wissenschaft noch runter. Und auch vom Geld. Der Export leidet jetzt nur so bedingt. Die Wissenschaft leidet am Ende wieder mal. Wir versuchen jetzt hier, na, es wird es nicht verringern, die Dauer, aber wir werden hier ein Getreidesilo bauen, denn wir müssen uns ja vorstellen, das macht jetzt, wie ich finde, auch Sinn, dass wir hier aus Machu Picchu diese Getreidekornkammer haben und da müssen wir natürlich auch das Ganze in einem großen Silo lagern. Ist ein bisschen merkwürdig, also ein Getreidesilo ist jetzt keine Erfindung der frühen Neuzeit, das gibt es eigentlich schon länger, zumindest in seiner frühhistorischen Form. Aber dann machen wir das mal. Zwei Nahrungen von Bauern können wir hier gut gebrauchen, weil wir hier weniger Überschuss vor allen Dingen auch haben. Und einen Bauernplatz zusätzlich, das ist für Danzig ganz wichtig, dass Danzig wächst. Guckt mal hier. Ist das nicht sogar die größte Stadt mit 36 im Reich? Oder? Nee, Memphis hat 35, Theben hat auch 36. Sie tun sich ungefähr gar nichts hier. Ganz riesige Städte, auch Athenai schon 30, Königsberg 29. Also ihr seht, wie groß diese Städte geworden sind hier. Das ist ja unfassbar. Also das finde ich wirklich unfassbar groß. Krass. Das schockiert mich beinahe, was das für Ultrastädte geworden sind. So, Handelsrouten wurden zerstört. Ja, genau, diese hier, das waren ja die, die uns schon angesagt wurden, dass sie zerstört werden. Bevölkerungszunahme. Kennen wir schon, das ist nicht sonderlich spannend. So, ja, jetzt habe ich hier den Siedler hingeschickt. Eigentlich wollte ich ja hier aber keine Stadt gründen, weil wir ja jetzt eh schon hier so ein bisschen über dem Wert trotzdem drüber sind, trotz unserer neuen Nachschublinien. Ich würde sagen, hier direkt neben Toledo, Neu-Toledo, brauchen wir auch nicht sofort eine neue Stadt, sondern ich würde sagen, hier
reicht uns erstmal ein Außenposten, den wir ja mit der Einheit hier auch bauen können. Und den, tja, wo positionieren wir den? 3,20, hier ist 21,5. Da das ja hier kein Nahrungsaußenposten unbedingt sein muss, werde ich das mal wieder hier auf die alte Stadt draufstellen. So wie sich das gehört. Ausbauen werden wir das sicherlich nicht zur Stadt, sondern das lassen wir dann so bestehen und können die Siedlereinheit auch weiterschicken. So, wir wollten aber erstmal die zusammenführen zu einer großen, starken 7er-Einheit. Die heilt sich hier auch noch für eine Runde lang. Dann werden wir sie weiter benutzen. So. Ja, das hier werde ich, glaube ich, nicht mehr. Doch, das kann ich aufklären noch. Aber da können wir nicht hin, weil das ja außerhalb der Karte ist. Also können wir auch nach Westen segeln mit der Karacke hier drüben. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Aber es sieht danach aus, als wenn hier einfach nur Algen im Ozean liegen. Wobei Algen könnte. Ja, wobei, die können ja auch auf freiem Meer sein, ne? Das heißt nicht unbedingt was. So, hier drüben sehe ich noch, haben wir natürlich noch eine Strategieressource, Kupfer. Sehr schön, nehmen wir gleich mit. Und einen Hafen. Gegenüber von Alderamin, das sieht doch hier irgendwie ganz schmuck aus, oder? Hier so ein Doppelhafensystem hier direkt in dieser geschützten Bucht, das sieht doch cool aus. Nice. So, ihr habt noch Punkte, dann weiter. Da war allerdings nichts. Die anderen bewegen sich noch. Es gibt aber noch welche. Hier haben wir einen Kadaver noch gefunden und schicken sie hier oben hin. Da haben wir auch noch was nicht entdeckt. Das nehmen wir gleich bei Gelegenheit mit. So, und ihr? Ja, ihr werdet jetzt erstmal hier reinfahren. In dieses Gebiet, das wir dann letztlich erstmals aufklären. Ja, und dann, wie gesagt, werde ich euch hier oben hinschicken, dass wir das auch mal aufgeklärt bekommen. Tja, es kann jetzt sein, dass hier noch irgendwas Inselhaftiges ist in diesem großen Blob des Nebels. Aber ansonsten haben wir so ziemlich alles, glaube ich, aufgeklärt weltweit bis zu den Kartengrenzen. Also wir waren als Kartografen auf jeden Fall unglaublich effizient. Und bevor wir jetzt Runde 175 abschließen, werde ich auch diese, ja, erzwungenermaßen eine zweite Folge beenden. Mit einem Blick hier auf den neu gegründeten Außenposten, auf den Ruinen der ehemaligen Stadt Cahokia, nämlich hier bei Syrma, wo unsere Armee sich hier neu konsolidiert hat. Und verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten und dritten Folge dieser Staffel wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt: Ciao, ciao.